Hallo und herzlich willkommen zu Star Trucker, der LKW-Simulation im Weltraum. Wir werden in dieser Folge direkt loslegen, die ersten Aufträge spielen. Und ich will sagen, wir legen ein neues Spiel an. So, empfohlen. Zunächst mal erklärt, ne, das hier, richtige Herausforderung, härteste Einstellung, alles geht sofort kaputt. Wir kommen 3 Meter weit und der Sprit ist alle. Ich glaube, es macht auf Dauer keinen Spaß. Mechaniker, da geht es im Wesentlichen darum, dass wir dort den Truck reparieren müssen. Ich persönlich glaube, dass diese Minispiele ein Stöckchen von A nach B zu schleppen, auf Dauer unseren Spielspaß etwas mindern werden. Empfohlen ist ausgewogen, was bedeutet, naja, es ist so also von allem etwas und wird auch von den Entwicklern so empfohlen. Und ja, Fahrer, da geht es wirklich nur ums Fahren, aber ich möchte das ein bisschen für uns anpassen. Wir lassen, das hier sind jetzt die Einstellungen so, wie wenn sie, glaube ich, auf einfach wären, glaube ich, weiß ich nicht genau. Kollisionsschaden habt ihr jede Menge Spaß, lassen wir natürlich Gegenstand starten, eh klar. Andocken müssen wir uns ein bisschen Mühe geben, klar. Garantie hat der Truck. Aber zum Beispiel Energieverbrauchsrate, dass wir dauernd diese Dinger austauschen müssen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz so spannend, weiß ich nicht. Genauso Verbrauchsgüter, stellen wir auch mal auf niedrig. Sauerstoffverbrauch niedrig. Düseneffizienz und so vom Fahren, das lassen wir mal normal. Das können wir auch skillen und wir wollen auch ein bisschen was sehen, wie sich das auswirkt. Ne, das lassen wir alles. Wärmeisolierung. Drehen wir ein bisschen hoch, weil ich dieses, wir fliegen ein Gebiet und sterben, wir hatten das ja beim Angespiel damals, als die Demo rauskam, wir waren relativ schnell tot und das gibt ja dem Spiel keinen Mehrwert jetzt, ne? Deswegen auch die Anzugseffizienz auf gut. Beim Treibstoff, normaler Treibstoffkosten, lassen wir alles auf Mittel, Job, Abzüge, wie gesagt, alles, die ganzen anderen Schwierigkeitssachen lassen wir auf Mittel. Wir geben uns nicht irgendwie extra Geld und so weiter. Das lassen wir so. Und dann würde ich sagen, es geht los. Und wenn du selber spielen willst, dann gibt es das Spiel höchstwahrscheinlich auch bei unserem fantastischen Partner Games Planet. Link dazu in der Videobeschreibung, würde ich mich sehr freuen. Das ist eine Mitteilung an den großen Schlepper, der eine Panne in Onyx hat. Sieht aus, als kommt da bei dir einiges rausgelaufen. Du solltest vielleicht mal die Löcher flicken. So, machen wir. Wir verlassen den Sitz. Das sieht für mich auch immer noch so aus, als wäre das mal ein Spiel gewesen, was für VR geplant war. War es das nicht sogar? Der Entwickler hat nicht irgendwas in die Richtung gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. So, Luftschleuse, zack. Da müssen wir eben kurz Reparatur machen, diese. Wir sind hier in Atlas Prime. Nur Ausgang. Und ja, wir haben die Info bekommen, ist doch direkt die richtige Musik in meiner Playlist, zufällig. Wir haben die Info bekommen, wir laufen aus, wie wenn ich mal wieder, was wollte ich jetzt sagen? Ich hab... Wir tun einfach so als, also gemeint war, wir verlieren durch einen Höhlenbruch, entsprechend Sauerstoff oder so. Das ist unser Truck. Den können wir wahrscheinlich auch noch customizen. Das konnten wir aber zuletzt nicht antesten, weil die Demo-Version war ja sehr überschaubar. Vielen Dank auch an den Entwickler, der uns den Key zur Verfügung gestellt hat. Aber von diesem Video, was wir hier spielen, natürlich kein Wort verstehen wird. Trotzdem danke. So, Anzug wieder weg. Dann würde ich sagen, geht's auch direkt los. Garderobe wäre wieder LKW. Ist lange her. Auf geht's. So, und zack. Alles gepflegt? Gut. Bevor du weiterfliegst, wäre es klug, dein CB-Funkgerät zu überprüfen. Benutze deinen CB-Funk, um mit anderen Truckern zu interagieren. Nimm das Mikrofon, wenn du dieses Symbol siehst. Halte gedrückt, um eine Liste von Antworten zu sehen. Drücke 1 und 2 oder 3, um deine Antwort zu wählen. So, Signalcheck, empfängst du mich? Drücke Space, um mit den Hauptdüsen zu beschleunigen. Drücke Shift, um zu bremsen und den Rückwärtsgang einzulegen. Mit WASD aktivierst du die Manövrierdüsen und drehst den Truck. Mit Q und E rollen, Außenansicht mit C. Los geht's. Gute Reise, sagt er. Und da ist er, unser Truck. Wir haben geladen Waren von WCG oder WCG. Ja, und es gibt hier eine Geschichte im Spiel, die wir irgendwie
finden werden, wollte ich gerade sagen. Die wir finden werden und erkunden werden. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich mag das ja, solche Weltraumspiele mit Transport und Hocharbeiten und so aus Privateer. Privateer war mein erstes Spiel neben den Fußballmanagern, wie man offenkundig auf Guide Hole Deluxe ja sieht, das mich so richtig reingesaugt hat, ja. Also das ist Wahnsinn gewesen damals. Sprungtor ermöglichen dir verschiedene Orte in der Galaxie zu erreichen. Wenn dein Truck korrekt ausgerichtet ist, wird das Sprungtor automatisch aktiviert. Sobald alle Lampen grün sind, kannst du den Hebel über den Kopf benutzen, um den Sprung auszuführen. Und hier muss ich wieder an Star Citizen denken. Das müssen wir auch mal wieder spielen. Nee. Was wir alle spielen müssen. So, da unten ist der Lieferpunkt. Und ich muss sagen, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, dieses Spiel. Ne? Das muss man schon sagen. Sprit ist noch halbwegs voll. Was ist das da? Grave? Gravitationsenergieversorgungsrelais. Ich hoffe, ich habe es nicht in den Einstellungen aus Versehen das falsch eingestellt. Das leichte Abnutzung statt leichte Einstellung. Oder weißt du, wie ich meine? Fliege deine Fracht zur ausgewiesenen Abladezone, um einen Frachtvertrag abzuschließen. Die Abladezone ändert die Farbe, um anzuzeigen, dass sich der Anhänger innerhalb des sicheren Bereichs befindet. Gut. Wir sind Meteoriten unterwegs. Muss ein bisschen aufpassen. Tja, Garderoll einparken ist ja überhaupt kein Problem. Das kennen wir schon. Die Steuerung ist halt ein bisschen komisch, ne? Wenn du dich dann gewöhnen musst, dass WASD, also wirklich die Raumsteuerung ist, und du mit Space Gas gibst und mit Shift bremst. Ich überlege gerade, ob ich das auf eine andere Taste legen soll. So ähnlich wie bei einer Zugsimulation vielleicht. Und wir haben recycelte Textilien an Bord. Und die laden wir jetzt ab. Der erste Hüpfer. Standardlieferung Baumwollblöcke nach Cargo Pal in Atlas Prime. Benötigte Zeit 2 Stunden für 43 Kilometer. Oder 2 Minuten wahrscheinlich, ne? 900 XP, Frühlieferung 3 XP. Vorsichtiges Fliegen, Nummer 250 XP, sehr gut. Na, ich dachte gerade schon in der ersten Mission Level 2 werden. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Das ist so. Machen wir mal. Da müssen wir ein bisschen gieren hier. Und lecker Gekoch gibt's da auch. Und wenn wir Fragen haben, gibt's ein User-Manual im Handschuhfach. Das ist ja cool. Und das war's auch schon. Leute, wir sind im freien Spiel. Wir fliegen jetzt erstmal zur Station, gucken, ob wir neue Aufträge bekommen. Und dann geht's los. Dann werden wir unsere Karriere starten hier als Logistikunternehmen. Und herausfinden, was hier im Spiel mit der Mission auf sich hat. Viele Kollegen hier unterwegs und ich glaube, ich bin ein bisschen tief hier unterwegs, ne? Haben wir gar keinen Überblick. Wir sollten uns immer hier auf den Highways bewegen, weil jenseits dieser befinden sich natürlich überall Space Debris, sage ich mal, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Und dann müssen wir da oben jetzt zur Station. Und dann gucken wir mal, was es da so gibt an Aufträgen. Grundsätzlich natürlich so eine Geschichte, ne? Also im dreidimensionalen Raum bewegen und fliegen und so weiter. Das ist natürlich ganz was anderes als jetzt über die Straße im Eurotrack-Simulator. Sagt bloß gerade wohl. Ja, was ich damit sagen will, ist, es ist schon komplett was anderes, ne? Das ist gewöhnungsbedürftig. Das Wort fehlte mir gerade. So, wo sind denn da die Luken? Ist die da? Oh.
Offenbar hast du eine Strafe aufgrund eines Flugvergehens erhalten. Die Höhe der Strafen ist je nach Vergehen unterschiedlich. Diese umfassen rücksichtsloses Fliegen, Zusammenstöße und unangemessenes Verhalten gegenüber Behördenvertretern. Aua. Da hat er richtig gescheppert. So, benutze die Andockkamera, um deinen Truck an eine Andockbucht auszurichten. Wenn du nah genug bist, wird das MacLock-System verfügbar. Ziehe den MacLock-Hebel, sobald du in Position bist, um dich am Ziel zu arretieren. So, kann ich jetzt irgendwo sehen, welchen Schaden ich nahm? Warte mal. Ah, wir sind wieder nicht dicht. Gut, können wir das in der Station reparieren, oder? Muss ich das vorher machen? Das ist wieder so eine Sache, die ich jetzt nicht weiß. Sieht aber noch gut aus. So, die bereitet sich schon mal darauf vor, uns zu empfangen. Dann haben wir gesehen, wir sollen uns dann passend drehen. Na, mit der Außenkamera haben die gezeigt. Da oben ist das Leck, ne? Man sieht das da oben an dem, am Dach. So, da müssen wir einmal richtig gieren. Da müssen wir einmal richtig hoch. Und dann können wir hier das Andock-System sehen. Und da sehen wir so ein bisschen, wie wir zielen müssen. Da ist noch mehr kaputt. Seht ihr das? Und Reparatur machen können wir hier, glaube ich, ne? So. Ein bisschen, als hätte ich nie was anderes gemacht. So, dann sind wir hoffentlich jetzt in so einem Kraftfeld drin. In Auftragsbörsen findest du eine Liste mit in der Gegend verfügbaren Aufträgen. Wenn du Zulassungsfertigkeiten erlernst, erweitert sich die Liste und du erhältst Zugang zu neuen Auftragsarten und neuer Fracht. Denk daran, dass Boni und Abzüge sich je nach Auftragsart unterscheiden und hohe Strafen anfallen, wenn du Fuhren zurücklässt oder Aufträge abbrichst. Okay, wir können ihn nicht reparieren. Dann sortieren wir mal nach Entfernung, Auszahlung. Zwei Sprünge, ein Sprung. Ich nehme an, dass das in sehr gefährliches Gebiet geht, wo wir noch nicht entsprechend wissen, wie das genau funktioniert. Sollen wir da vorsichtiger sein? Ja, wir müssen. Ich denke, wir müssen erstmal reparieren, oder? Können wir andere Stationsdienste hier annehmen? Oh Gott, das ist wieder die ganze Ladung ist wieder hier rumgeflogen. Wir gucken mal eben. Nee, wir können hier wirklich nur das machen. Nee, da müssen wir erst reparieren. Sonst verlieren wir unseren ganzen Sauerstoff. Gut. Das hier ist die Map. Wir sind hier in Atlas Prime und hier können wir Routen festlegen, okay. Ich würde aber lieber sehen, wie die Beschaffenheit des Systems ist. Geht das irgendwie? Hier geht das, okay. 14 Grad. Verkehr sehr viel, Sicherheit eher so, geht so. 125 Grad wäre Medusa. Wovon Onyx sind wir gerade gekommen, 90 Grad hat uns auch nichts ausgemacht. Purity, also alles, was in einem, Sprungabstand ist, hat schon diese komischen Temperatursachen. Bei Three Kings wären wir halbwegs sicher.
Nicht Three Kings. Das ist was anderes, Leute. Das habt ihr falsch verstanden. So, die Füße hochlegen. Halte dich. Wenn du Bezahlung erhalten hast. Vollprofi. Okay, Karte. Fracht haben wir. Paar Container an Bord. Paar Ersatzteile. Okay. Konvoi. Fertigkeiten. Keine Punkte verfügbar. Ah, genau. Wir können auch skillen, ja. Aber was ich gucken wollte, ist, wo finden wir denn jetzt... Wie finde ich jetzt raus, wie ich hier zum... Was ist das denn hier? Auftragsbörse nehme ich an. Shopping. Tanken. Wie finde ich denn raus, wie ich da hinkomme? Gibt es eine Art lokale Karte? Zoom. Wegpunkt setzen. Oder müssen wir hier einfach gucken? Astrofuel. Harmony Link. Wir halten erstmal an. Da würde ich sagen. Da müssen wir mal von Hand reparieren nochmal. Musik spielen optional, wollen wir ja nicht. Mal bin ich jetzt einmal irgendwo gegengeflogen, der ganze Truck ist schon kaputt. Habt ihr schon in der ersten Folge gesehen, was hier eigentlich, wo ihr jetzt voll gen lang drauf warten müsstet normalerweise? Weil normalerweise passiert mir sowas ja nicht. So, rechts und links hat auch noch irgendwo geblitzelt. Hätten wir vorher mal gucken sollen. Nee, sieht aber so gut aus, ne? In der Kamera hat es halt gefunkt. Aber ich sehe hier nichts. Wir blockieren natürlich jetzt auch die Station hier. Die wird sehr begeistert sein. Okay, mal wieder rein hier. Ich finde es schön, dass das großzügig ist mit dem... Ich habe hier gerade mit der Hand gezittert, ne? Das war nicht das Spiel. Das war das Spiel. Ja, da hinten Auto Essentials. Fuel. Fuel machen wir gleich bei der nächsten Station. Okay, wir docken nochmal an und nehmen den Auftrag an. Es ist ein bisschen irritierend, die Steuerung. Ich sag's euch ganz ehrlich, so wie es ist. Jedenfalls dreidimensional ist jetzt auch noch über die Rückfahrtkamera, also wo quasi alles genau andersrum ist. So. Der hat fast selber diesen ganzen Stößel da reingeschoben. Sehr gut. Da muss ich mich jetzt vor lauter Begeisterung mal hier ein bisschen aufrechter in meinem Stuhl hinsetzen. Ist ja sowieso viel gesünder. Zwei Sprünge Aluminiumschrott. Da sieht man, ne? Richtig schön diese Schrottdinger. Ich habe gerade überlegt, ne? Also wenn wir jetzt richtig was verdienen wollen, sollten wir das machen. Aber wir sollten ein bisschen vorsichtig sein erstmal. Wir machen einen Sprung nach Purity. Star Catch Supplies. Dieser Vertrag wird ab dem... Oh Gott. Eieiei, natürlich nehmen wir das an. So, und dann müssen wir jetzt erstmal in Atlas Prime nach Frank's Logistics. Break for barrel. This is Red Eddie, cooking good out here. This is Barrow. Go ahead. What can I do for you, mate? I'm looking for info on the express gates. Last I heard, it was a parking lot out there. Okay, das ist da hinten. Oh, now we're in the galaxy, you hear that? All clear out here as far as the eye can see. Heard it from Dusty Bear, our own set of apple ears. All right, you caught me. Just reading the mail here at the pit stop.
Those sheriff instincts die hard, don't they, old man? Now, who you calling old, Ace? You've been out here just as long as I've been. Listen to you two turkeys arguing again. You're hogging the channel. Oh, it's just a coffee break, Eddie. Ain't no one out here with us anyway. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht rangehen, weil kann ich nicht mehr steuern. Ah doch, es geht. Ist in der Demo ein bisschen anders. Ich frage mal, was ein Rufzeichen ist. Ihr müsst jetzt leider mitlesen, ich will nicht da reinquatschen, versteht ihr? Lucky Break? You know, on account of the serendipity of our meeting. I'm pretty sure there's a tough break in Vexmont. Right. Break. Jake. Jay. I reckon Lucky Jay could work. Lucky Jay it is, then. Okay, jetzt heiße ich Lucky Jay. Wechsle zur Undock-Kamera und flieg vorsichtig heran. Wenn du in Reichweite bist und korrekt ausgerichtet, benutze den Magnethebel, um den Sattel zu ja, also der Trucker-Funk, ne, das ist natürlich auch schon so eine eigene Geschichte. Aber wenn das im Spiel schön gemacht ist, ist natürlich eine ganz tolle atmosphärische Geschichte. Ja, Leute, ihr seht schon, wir werden sehr viel Spaß haben mit Andocken und Co. Aber so wie es aussieht, sieht es ja ganz gut aus. Die Frage ist auch immer, wie genau muss das dann? Und wir wollen euch die Fracht nicht schon vorher zerlegen. Heißt das jetzt schon, dass wir ansatteln können oder nicht? Mit Tab greifst du jederzeit auf die Galaxiekarte zu. Hier kannst du Lieferrouten planen und dir Informationen über Orte ansehen. Genau. So, wir müssen jetzt Eilieferung nach Purity fliegen. Ist schon eingestellt, okay. Das ist da oben, ja? Ja. Ja, dann mal los. Ja, Leute, und ob wir das hinkriegen, ich sag's euch, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, den lese ich natürlich wie immer alle. Und freue mich, wenn ihr das Spiel auch selber spielen wollt. Nochmal der Link in der Videobeschreibung, wenn es das gibt, unser fantastischen Partner Games Planet. Da gibt es natürlich auch tolle andere Games. Schaut da mal rein. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss. Lasst ein Abo da.